herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scum. Ich bin Vanni zurück an unserem Bauplatz und wir werden jetzt einmal anzeichnen und in dieser Folge hauptsächlich bauen. Und ich musste leider mein Headset mit Kabel anschließen, was mich jetzt schon wieder nervt. So, also wir haben gesagt, wir bauen aber da unten, also hier. Und zwar fahren wir hier noch mit dem Auto durch. Und hier, das war der Stein, glaube ich. Der Stein des Anstoßes. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das irgendwie backen kriege. Zweigfundament. Wieso kann ich das hier nicht hin? Ich kann nicht rein. Warum nicht? Achso, weil die Flagge noch nicht steht. Okay, wir müssen erstmal gut anzeichnen. So viel zum Thema anzeichnen. Okay, wir müssen. Dann gehen wir erstmal looten. Wir haben die eine Kiste ist jetzt fertig gebaut. Wir brauchen noch Steinäxte auf jeden Fall. Wir werden das Ganze mit Steinäxten bauen, weil es in Legenda ist, wie wenn wir unsere hauptsächliche Axt nehmen. So, Unterschied ist große Steinaxt, normale. Ich glaube, die kleine Steinaxt reicht tatsächlich. Ja, warte, ich kann gleich direkt welche zwei Stück machen. Achso, dann lasse ich das. Wir haben jetzt schon die erste Holztruhe, da können wir schon mal den ersten Loot reinpacken, den wir nicht brauchen. Gehen kurz unten in die Stadt looten. Ich bräuchte tatsächlich einen Faden, meine Schuhe sind bei 55%. Oh. Problem ist, die Schuhe sind jetzt eigentlich relativ irrelevant, aber wenn du gar keine Schuhe mehr hast, das heißt, wenn die bei 0% sind und du barfuß rumläufst, hast du ein gewaltiges Problem. Weil du dann dir sämtlichen Scheiß an den Füßen holst, was du nicht haben möchtest. Ich pack mal meine ganze Schraubendreher auch in diese Box hier rein. Ah, das ist eine gute Idee. Polizeischutzung können wir natürlich auch theoretisch ohne Problem schon looten. Danke. So, Werkzeugkiste auch gut. Nägel auch hier rein. Ah, das ist halt auch geil, wenn wir zu zweit spielen. Also du hast viel mehr Stuff natürlich, wenn du alleine spielst. Von Anfang an. Allein, weil du schon die doppelte Menge einfach schleppen kannst. So, 16 Ruhmpunkte. Wir gucken mal ganz kurz. Wie sieht es überhaupt auf Ruhmpunkte? Ich bin Zweiter. Mit 16. Der Martin hat auch 16. So, Vanni. You are ready? Warte, ich muss noch ein bisschen Essen und so weiter hier rausschmeißen. Ja, ich habe jetzt gar nicht alles raus. Ich muss nicht alles rausschmeißen. Wir gehen jetzt nur kurz für die Fahne Zeug looten. Und ein bisschen Metall. Also wir werden jetzt nicht die Stadt leer räumen. Nee, aber ich hatte beispielsweise sowas wie den zwei Stück von den Wagenhebern ja dabei. Dann einen kleinen Werkzeugkasten. Der müllt irgendwann doch zu. Ja gut, stimmt. Wir müssen nur mal gucken, wenn in der Stadt auch keinerlei Autos existieren, haben wir ein Problem. Haben wir ein Problem. Dann müssen wir dann gehen wir kurz in die Hauptstadt tatsächlich. Dann gucken wir schnell nach Autos und so weiter und nehmen dann in dem Zuge gleich noch Autofracks mit. Weil das wird dann, komisch. Aber gut. Dann gucken wir, was wir mit Metallschrott finden. Irgendwas wird es ja wohl geben. So, auch hier werden wir jetzt dann gleich wieder die spawnenden Puppets haben. Wir brauchen auch noch Stoff, ne? Ja. Hier hatten wir übrigens, gut, dafür können wir kurz den Häuser. Hier hatten wir das letzte Mal die Horde übrigens. Da warst du hier auf der Mauer. Stimmt. Oh, wir können hier auf, wenn du Stroh findest, guck mal nach Federn. Mhm. Zwiebelsamen. Spawn. Lauf mal zurück oder irgendwie spawn. Auf jeden Fall gerade. Lauf mal die Straße zurück. Den steht da schon. Der erste Dude. Okay, gibst du mir von hinten Deckung? Jo. Wo ist er jetzt? Warte, nee, da steht er noch. Ja, da kommen sie langsam alle angewankt. Wichtig ist, dass von hinten jetzt nichts kommt oder von dem Berg. Ah, er hat uns. Er hatte uns. Hat die. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ich sehe weder vom Berg noch. Nee. Deck du mal hinten. Ich gehe nach vorne. Also, ich deck nach vorne ab, du nach hinten. Okay. Was war das denn? What the hell? Okay, die Holzpfeile sind echt ungenau, aber doch nicht so ungenau. Willst du mich verarschen? Na, aber die glitschen ja zwischendurch. Ja, das ist echt krass, also. Keine Ahnung. Wir sind ja gelandet. Ich meine, in der Mauer, okay. Interessant.
Oh, militärischer. Oh, Vorsicht, hier, da vorne im Busch. Ja, seh's. Ja, wir clearen erstmal so ein bisschen. Geil, 3 Headshots mit dem Holzpfeil. Göttlich. Respekt. Das Geile ist, guck mal, hier ist auch unsere Reparaturwerkstatt praktisch für den Anfang. Hier direkt vorne, vorm Dörfchen. Da war ich schon drin. Firefighter Pants und einmal Metallschrott. Oh ja, Firefighter Pants ist schon mal wieder gut Kohle. Und Metallschrott. Göttlich. So, Häuschen müssen wir auch ein bisschen kurz looten. Nimm du mal die linken, genau. Dann gehe ich hier rein. Puppet-mäßig müsste es eigentlich schon fast wieder ein bisschen erledigt haben. Yes! Yoga-Leggings. Oh. Irgendwo hat es geschrien. Oben, entweder oben oder hinten. Kann sein, dass es oben war. Ja, es oben ist, oder? Im Haus. Klopf gegen die Tür. Oh. Au. Ah, 16% live. 2 Hits. Oh. Ich geh. Warte. Mhm. I'm feeling. Oh, ich blute, glaube ich, sogar noch. Warte, ich gehe hier rein. Ich mache hier zu. Guck du, dass nichts kommt. Jo. Boah, das sind einmal 3 C1-Blutungen, die Sau. Und Erschöpfung bin ich bald bei C2. Ja, gut, aber wir sind jetzt hier. Aber ich habe die Yoga-Legends gefunden. Ich bin happy. Hast du die Notfallverbände dabei? Ja, die brauche ich allerdings nicht. Die lasst das ausbluten. Okay. Ich muss jetzt nur aufpassen. Wir haben jetzt das Problem jetzt ist da, dass die Klamotten, die ich anhabe, zu 100% verschmutzt sind. Und jetzt werden wir das Problem haben, dass ich mich wahrscheinlich nackt ausziehen darf, bis die Verletzungen durch sind. Vor allem mit 16% live. Das Geile ist, ich habe gehittet. Ich habe unter anderem die Axt jetzt nicht auf der Schnelltaste gehabt. Sonst hätte ich es im Nahkampf gemacht. Das ist mir leider zu spät eingefallen. Ja, 3 Hits und du bist tot. Weil wir keine Weste noch anhaben. Wir können tatsächlich mal vielleicht über die gebastelte Stichsägeweste nachdenken. Das gucken wir jetzt gleich mal alles an. Meine Klamotten haben ein bisschen gelitten. Ich bräuchte dringend Faden, tatsächlich. Mhm. Und Problem ist, ich habe versucht, ihn zu schlagen mit der Mitte- und Maustaste. Das meist immer gut funktioniert. Es hat jetzt wieder zweimal nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich es lasse wieder. Irgendwie funktioniert das nicht mehr. Also für die improvisierte kugelsichere Weste brauchst du 3 Häute. So. Hier Metallschrott. Warte, ich muss gleich selber gucken, wenn du mir das sagst, hilft mir das leider null tatsächlich. Ja. Das Holz lasse ich mal an. Ich ziehe jetzt mal alle Klamotten aus. Ich bin aber in der Ego-Perspektive, Gott sei Dank. Wobei, ich habe gepixelt. Ich lasse nur das Pistolenholz da an. Alles andere legen wir ab. Tatsächlich auch Sonnenbrille und so weiter verschmutzt auch, genauso wie Schuhe. Das heißt, du musst tatsächlich alles loswerden. Allerdings frierst du natürlich dadurch auch sehr. Aber damit sich die Wunde nicht infiziert, musst du tatsächlich dein Zeug ausgezogen haben. Jetzt legen sogar das Pistolenholz da ab. Aber es würde jetzt kurz eine Weile dauern, also ein bisschen dauern, bis die Blutverletzung in der Stabilisierung ist. Bis er dann auch komplett weggeht, aber sobald es in der Stabilisierung ist, in der Erholungsphase ist, kriegen wir zumindest Leben wieder zurück. Mit 15% live machst du halt nicht mehr viel. Aber Vanni, danke auch für die Hilfe, das war sehr gut tatsächlich. Kein Problem. Gerne. So. Du kannst nicht. Wobei, bleib zumindest in der Nähe. Ich kann mich gerade nicht wirklich verteidigen. Wir gucken mal ganz kurz selber nach. Klein improvisierter Rucksack. Nee, wo ist die Weste? Weste. Da ist sie. Improvisierte stichsichere Weste. Wir brauchen 2x Panzertape. Eigentlich kein Problem. Es gibt auch eine improvisierte kugelsichere Weste, ne? Stichsicher reißt für die Puppets. Du brauchst kein kugelsicher. 6 Seile und 3x Tagebuch. Okay, wir können mal gucken. Wenn ich ein Tagebuch finde, das ist, glaube ich, so der Hauptknackpunkt wird das Tagebuch erst sein, was wir erstmal brauchen. Bestimmte Orte, ja, da ist das ohne Probleme zu finden, aber wir müssen mal gucken. Es kommt was. Rechts von mir in der streift was. Achso, du darfst übrigens unter keinen Umständen Horde triggern, weil die finden mich auch. Und ich kann mich im Moment nicht bewegen. Okay.
Das wäre vertatzt. Keinen Druck aufbauen. Nee. Rechts schleicht noch was durch ein Gebüsch. Also, wenn du auf die Garage zuguckst, links. Ich weiß nicht, ob das hilft. Ich liege mit dem Gesicht zum Garagending. Ja, das bin ich gerade. Ah. Jetzt bewege ich mich gerade nicht mehr. Bewegt es sich noch? Warte. Nee. Okay, dann war ich das. Okay, Blutverletzung ist zur Hälfte stabilisiert. Ich bin jetzt neben dir im Haus drin, nicht wundern. Ja, alles gut. Erschöpfung bin ich C1. Bald C2 allerdings, aber wir werden heute nicht mehr. Wir haben jetzt ein bisschen, machen wir glaube ich noch. Bauen zumindest noch fertig und dann kann ich mich ins Bett legen. Wir müssen Betten auf jeden Fall noch craften. Aber wir haben momentan eh noch kein Gold, dass wir am Bett spawnen könnten. Aber wir sollten auf jeden Fall trotzdem schon mal die Betten craften. Ziel ist es, das nächste nämlich Gold zu kriegen. Und idealerweise, wenn einer stirbt, ist okay, weil der kann den anderen mit dem Dirtbike abholen. Wobei wir noch Benzingeld brauchen im Moment. Was Schönes, ich bin komplett nackt. Und ich friere nicht. Ist auch schön. Nackedei. Ja, gut, hier in den Gefilden. Wobei, ich habe noch meine Uhr an. Zählt das? Hey. Die hatte nur noch Schuhe an. Achso, hast du schon Klamotten gefunden, dass wir Lumpen haben? Ja, oder? Die Firefighter Pants. Ja, das ist schlecht, die ist was wert. Idealerweise irgendwas, ja, was nichts wert ist. Drohne ist explodiert. Mhm. So, 3/4 Verletzung geheilt. So, es sollten jetzt übrigens auch keine Wundkeime mehr kommen. Nochmal Wasser? Ich bin immer noch bei Krankheitserreger 1,9. Das ist der Bogen oder was? Oh, ich habe eine Hippie-Hose gefunden. Ja, die kannst du legen. Die ist 8 Dollar wert. Oh, eine Jeans. Die würde ich... Ja, boah, die können wir auch zerlegen. Aber die hat mehr Slots wie... Du musst mal gucken. Könnte sein, dass sie mehr Slots hat wie deine. Die Jeans hat sehr viele Slots. Boah, wie lange dauert diese blöde Stabilisierung? Das ist ja der Wahnsinn. 6. Nee, lustigerweise habe ich externe Krankheitserreger 1,9%. Woher denn? Ja, aber ich weiß auch, dass diese Krankheitserreger, boah, die letzten, die dauern so lange. Guck mal, Hine. Ich habe auch noch 99% Blut. Na, immerhin. Ich möchte jetzt hier auch nicht noch weiter weggehen. Nee, bleib mal da. Bleib auf jeden Fall mal da. Mhm. Ich kann da halt noch nicht wegrennen. Bei 50% ist mir egal, wenn ich rennen kann. Mhm. So, jetzt sind die in der Erholung gleich. So, erstes in Erholung. Zweite, drittes in Erholung. Gesundheit geht hoch, einwandfrei. 17%, 18%. 20%, 21%. Es läuft. Sehr gut. Hier übrigens immer noch nicht die Klamotten anziehen. Erst wenn die aus der Erholung komplett draußen sind, kann ich die Klamotten eigentlich wieder anziehen. Wo hast denn du die improvisierte stichsichere Weste gefunden? Bei Handwerk? Warte mal. Unterhalb der Kugelsicherin. Neben der Partymütze, neben dem Geburtstagshütchen. Ah, okay. Was brauchst du für die Kugelsichere? Boah, nee, Tier. Ja, boah, es geht auf Pappetaut, aber hier Metall ist momentan Mangelware. Mhm. Ah ja, ja, 47%. Okay, sehr schön. Ich kann mich zumindest wieder bewegen. Yay. Bin bewegungsfähig. Ich nehme die Zombiehaut trotzdem mal mit. Ja, wir können ja nochmal irgendwie Köche oder sowas draus bauen als Ersatz. Verdammt, das ist mir jetzt hier zu spät eingefallen. Egal. So, Hälfte blutende Verletzung in der Erholung. Ich lasse noch komplett aus, dann kann ich meine Klamotten alle wieder anziehen. Wie gesagt, das mit der Verschmutzung ist tatsächlich ein sehr unterschätztes Thema. Leider haben sie das reingebaut, haben aber nicht darüber nachgedacht, dass du 2 Milliarden Sci-Fuses, also um meine Klamotten, und ich habe fast keine Klamotten an, um die Klamotten zu waschen, bräuchte ich, glaube ich, 30 bis 40 Sci-Fuses. Also Aufladung von Seife. Nur um das zu waschen, was ich gerade anhabe. Und das ist praktisch ein Wanderrucksack, ein Köcher, ein Shirt und eine Hose. Und eine Tasche.
Traurig. Okay, 76% Life kann ja auch zweimal mit der Kindheit werden. Weil er hat mich nur zweimal getroffen, aber er hat leider mit beiden Händen getroffen. Das war ein Problem. Und ohne Weste, wenn der Schlag nicht auf den Helm geht. Mein bauchfreies Shirt hält nicht so viel ab. Also nicht? Nee. Irgendwie nicht. Tatsächlich berechnet das Spiel, wenn du eine Jacke anhast beispielsweise, wird das dazugerechnet. Also du nimmst weniger Schaden, wenn du eine Jacke schon anhast, eine dicke. Ja, ich weiß, bei mir ging einmal ziemlich viele Hits auf den Rucksack. Deswegen bin ich noch davon gekommen. Ja, wenn sie dich in den Rücken hauen. So, yep, perfekt. So, ich kann Klamotten wieder anziehen. Iron Fry. Einmal rüber, rüber, rüber. So, alles in Erholung. Wir sind wieder praktisch völlig hergestellt. Wunderbar, dann loot ich weiter. So, und können wieder agieren. Gut. Das war knapp. Ah, da vorne ist schon der nächste. Bam. Und schon verteile wieder Headshots, wie wenn nichts gewesen wäre. Aber es sieht tatsächlich, glaube ich, automäßig schwierig aus. Also, oh Gott, vor allem, wieso sind das so viele militärische? Also sind zwar die ungepanzert, aber trotzdem. Oh oh. Noch eine Hippie-Hose. Wo will der hin? Was ist? Ich habe einen getriggert, der ist jetzt weggerannt. Oh, da kostet noch mehr. Ist jetzt nicht gut. Wo ist der hingerannt? Oh, da oben kommen noch mehr angewankt. Keine Ahnung, das wird mich aber, glaube ich, verloren haben. Oh, ich bräuchte... Also, Faden tatsächlich wäre jetzt gut. Deswegen bin ich jetzt auch hier schon bei den ganzen Häusern durch. Oder ich gucke durch die ganzen Häuser. Okay, so würde man da hochkommen. Und wir haben relativ viel Puppets um uns rum, aber ich räume gerade ein bisschen auf. Da oben. What? Im Haus. Oder Waldfee. In der Hütte. Die eine kam ja gerade auch aus dem Haus, ne? Ja, das stimmt. Das ist korrekt. Zwei Töpfe. Und eine Kartoffel. Und Schneidbrettwand. Eine Schneidbrett. Ein Schneidbrett. Oh Gott. Ja. Yes! Jackpot. Okay. Ich habe gerade aus einem Schrank die Over-Knee-Boots rausgezogen und andere Heil-Dinger. Das heißt, es ist knapp 1000 habe ich gerade aus dem einen Schrank gelootet. Schön. Respekt. Wenn jeder Schrank so wäre, müsste man nicht viel looten. Das ist halt tatsächlich mal ein Tausender. Ja, und ich finde nur die Hippie-Hosen. Ich habe Seife. Seife. Ich glaube, Metallschrott sieht es echt mau hier auch aus. Also, wir haben jetzt insgesamt 4 Metallschrott. Mit dem ein. Bronze 7 oder sowas. Wenn du... Ich glaube, wir sind jetzt im selben Haus. Unten bin ich durch. Ich bin in der Garage. Ach so, okay. Im nebendran. Ah, okay. Es hörte sich so nah an. So, ich guck mal vorne an der Küste, ob wir irgendwas mit Bötchen haben. Mhm. Auf jeden Fall auch Dattelbäume, also auch nahrungsmäßig. Erst auch ein Lebensmittelladen ist abgedeckt eigentlich. Ah ja, und stimmt, wir haben eine Privattanke übrigens. Stimmt, genau. Also wir haben das Dörfchen schon nicht schlecht ausgesucht, glaube ich. Pet, mitten auf der Straße. Ja, ich habe Faden gefunden. Sehr gut, ich habe 2 Knochennadeln. Ich habe neue normale. Okay. Müll durchsuchen lohnt sich. Sehr, sehr nice. Damit können wir zumindest mal das Zeug reparieren, was jetzt schon ein bisschen runtergespoilt ist. Auch die Schuhe natürlich. Die Hautköcher. Rest geht eigentlich noch.
Das hat sich gelohnt. Hier wächst Gras durchs Haus. Auch schön. Tee. Sie haben Gras über die Sache wachsen lassen. Na, Wanni. Oh, Wanni. Du hast gestern angefangen. Selber schuld. Ja, gestern. Oh. Gestern war gestern. Heute ist heute, Wanni. Rager sieht front left. Oh. Einpacken. Kiste. Tragen und zur Kiste. Bunny! Was? Boot? Boot! Ein Boot! Ein Boot! Boot. Geil. Voller Benzintank vom Boot. Göttlich. So, Name eingeben. BB. Wir haben ein Boot. Oh, das ist halt geil, unter anderem zum Tanken und du kannst tatsächlich, wir können mit dem Boot bis zum Händler fahren, glaube ich. Und da passt auch ein Benzinkanister und alles rein. Jetzt beruhigst du gerade schon wieder, dass wir einen Benzinkanister weggeschmissen haben. Ich gehe mal zur Tanke. Wir haben nur das Problem mit dem Metallschrott. Tatsächlich im Moment. Dass hier nichts ist. Cool wär ein zweites Boot. Oh Gott. Fünf. Wir haben ein Boot. Es läuft relativ gut im Moment. Dirtbike, Boot. Guck mal, ob wir eine Tanke noch rausziehen können. Da steht schon mal die Konserve. Show Main. Keine Ahnung, was das ist. Irgendeine Konserve. Irgendwas eine Autobatterie. Oh, schön. Das ist auch schon mal geil, wenn wir ein Auto finden. Socken, bisschen Munition. Yes. Oh, Turnschuhe. Ich habe Turnschuhe für dich. Oh, dann sehr gut. Kannst du die gut stehen. Nee. Ach so. Was war das schon wieder? Nee, ich habe gedacht, dann nimm du die doch erst, aber du konntest ja Faden craften. Ja, ich habe jetzt. Außerdem habe ich die anderen Schuhe, die kann ich auch notfalls anziehen, aber die würde ich eher verkaufen zu am Anfang. Weil die Dinger halt echt teuer sind. Oh, wir haben Spawn. Ja, ich habe gerade auch schon Militärzombie gehabt. Ich bin jetzt übrigens wieder auf dem Weg Richtung Base, ne? Ich laufe auch zurück. Okay. Ich habe keinen Bock, das ganze Trigger da jetzt zu haben. Ich bin relativ weit gelaufen. Das Boot habe ich ein Messer reingepackt. Das ist erstmal unseres. Das wird auch nicht despawnen und alles. Ich rede jetzt aber erstmal zurück. Aber wir haben hier leider wieder keinerlei Metall. Also keine Autofracks. Irgendwie gibt es ja in diesen Küstenstädten keine Autos anscheinend. Wir haben ein Problem. Ja, schreien die ganze Zeit Puppets. Achso, ja, das auch. Aber der Rager sitzt, passt, glaube ich, nicht in die Truhe. Das ist erstmal Wurst. Wir haben in die große Truhe, müsste reinpassen. Ach, bitte. Ja, ich meine, der despawnt ja jetzt erstmal nicht. Das heißt, ich kann jetzt erstmal. Du kannst ihn kurz hinlegen, solange wir nicht das Gebiet verlassen, die spawnen dann nicht. Sobald wir das Gebiet verlassen, wäre er weg. Aber ich würde jetzt dann einfach schnell Metallschrott holen gehen in der Stadt. Ist ja kein Problem. Das sind genug Autofracks. Und du wartest einfach kurz hier. Okay. Dafür lohnt sich's ja. Wenn wir einer in der Nähe? Nee. Nö. So. Gut, dann packen wir das hier mal in die Holztruhe, das hier in die Holztruhe, das, Autobatterie, bisschen Patronen. Ich habe ein Ei gefunden. Eieieiei. Ich zerleg mal eine Hippie-Hose. Die Turnschuhe packe ich hier mal auf den Boden. Oh, danke. Okay, das kommt hier rein. Du könntest schon mal versuchen. Was brauchen wir noch? Warte mal, was war jetzt die Flagge? Wir brauchen. Wie viel Metallschrott brauchen wir? Drei. Ein Lumpen. Den Lumpen kannst du schon mal reinbasteln. Hier brauchen wir nochmal zwei. Bretter fehlen noch in der einen Kiste. Die kannst du auch schon mal reinbasteln. Dann schnappe ich mir schnell das Bike und fahre einmal Richtung Stadt. Vor der Stadt werden genug mit Autos rumfahren, glaube ich. So, wo haben wir jetzt das Dirtbike geparkt? Da. Und dann komme ich gleich wieder. Okay.
Haben wir Benzin jetzt noch dabei, ja, oder? 20 Uses. Nur wenn du das dabei hast. Ich hab nichts mehr. Liegt das in der Kiste? Guck mal in der Kiste schnell nach, bevor ich hier starte. Nein, hier liegt auch nichts in der Kiste. Liegt das in der anderen Kiste, die wir gecraftet haben? Ja, stimmt, da habe ich es damals reingelegt. Aber die wollten wir eh wiederholen, wenn wir zurückfahren. Aber ich bin jetzt bei 3/4. Ich schnappe kurz das Maul. Ich nehme kurz Muskelkraft. Wir haben hier zwar die Tanke, aber wir haben keine Möglichkeit, uns Benzin zu kaufen, weil wir momentan 0 Dollar haben. Ich nehme kurz die Muskelkraft. Das reicht, um den wegzufahren. Ich darf nur nicht bergauf fahren, aber das kriege ich hin. Guck mal, es müsste auch vor der Stadt. Ich glaube, ich fahre zu dem... Stimmt, ich kann eigentlich zu dem Krankenhaus fahren oder dieses, was weiß ich, Nervenheilanstalt oder was auch immer das ist. Das ist ein Parkplatz. Da gibt es Massen. Ja, berg hochfahren ist anstrengend auf jeden Fall. Olli Walfi. Mhm. Schön, dass du kannst immer wieder rollen lassen und dann kannst du Ausdauer regenerieren, während es rollt. Das stimmt wiederum. Ja. Gut, gut, gut. Könnte sogar sein, dass hier irgendwo noch ein WW2-Bunker in der Nähe ist. Und auf dem Rückweg fahre ich durchgehend Backups auch schön. So, 17 Ruhmpunkte. Yes. Glücks bauen macht man natürlich auch noch ein paar Ruhmpunkte. Munition herstellen werden wir auch. Wir werden 9mm Munition herstellen müssen, aufgrund dessen, dass wir erst sehr spät welche kaufen können. Aber solange wir kein zweites Magazin haben, ist das eh sinnfrei, weil ich kann nur ein Magazin verschießen im Moment. Aber wir werden Polizeistation bei uns im Dorf auf jeden Fall erstmal clearen. Vielleicht ist da was dabei. Vielleicht ist so eine Waffe für Wadi dabei. Eine Block mit Silencer. Das letzte Mal war die Polizeistation hier ja echt heftig. Das war ja da, wo wir den meisten Loot sogar rausgezogen haben. Ja gut, aber es war ja krass, also was wir da rausgeholt hatten. Mhm. Aus dem Ding. Ja. Aber das hat sich gelohnt gehabt. Ich bin hungrig. Okay. Und mir ist warm. Und die Sonne scheint mir auf den Kopf, das ist auch scheiße. Ich habe meinen Nagel abgebrochen. Und der Wind kommt. Und der Wind kommt von Osten. Das missfällt mir. Das ist geil. Gefangene auf einer einsamen Insel mit Zombies, die ums Überleben kämpft. Mir ist ein bisschen warm. Prioritäten. Prioritäten. Ja. So, hier ist das Auto. Ich versuche jetzt nochmal das Auto hier zu looten. Wo vorhin die ganzen Puppets gespawnt sind. Dreimal Metallschrott, sehr schön. Ah, ein Stück Gummi hat man vorher auch für irgendwas gebraucht. Aber ich weiß nicht mehr für was. Da kommen sie schon alle wieder. Alter, was ist mit diesem Punkt hier los? Du brauchst ein Stück Gummibänder für irgendeine Waffe. Vor allem dritt mal rein, Mädel. Für das Metallschwert, richtig. Ja, war das nicht eine Ratatat? Wie das was? Ding hieß? Was ist ein Ratatat? Das musst du mir jetzt aber mal erklären. Was ist Ratatat? Oh. Wadi? Ja, warte. Wenn Puppets da sind, lauf auf jeden Fall bergab. Aufs Feld, dass du siehst, wie viele da sind. Das war jetzt gerade nur einer. Ja, dann veränder deine Position, da kommen mehr. Da kommen noch was. Könnte ich wetten. So. Boah, ich muss halt. Die scheiß Stadt liegt halt natürlich berghoch. Also unglaublich. Dafür bin ich, wenn ich zurückfahre, recht schnell. So, ich fahre jetzt mal zu dem Parkplatz von diesem Krankenhaus. Was wir natürlich auch machen können, wir können uns dann relativ schnell die DAOs auch organisieren. Gut, das stimmt. Und... Ja, das passt dann, glaube ich.
So, hier dürfte hoffentlich jetzt noch nicht so viel passieren. Ich drehe trotzdem schon mal das Fahrrad in die Richtung, dass ich abhauen kann. Vor allem bergab, da kommen sie eh nicht hinterher. Okay, hier sind aber 2 Milliarden Autofracks. Oh, Draht bringe ich auch mal mit, dann sparen wir uns Crafting. Nägel, noch mehr Metallschrott. Es scheint nur der eine Zombie gewesen zu sein. Okay. 30 Minuten sind um. Oh, jetzt schon. Ja gut, ich musste mich hier ewig hinlegen, weil ich tot war. Ein Akku! Okay, ich glaube, das reicht, was ich habe. Ich muss jetzt nicht mega viel craften und bauen, aber ein bisschen was. Zeichen. 10 Stück grob. Sollte reichen. Komm zurück. Mhm. Geil, bergab. Geil, ich krieg Ausdauer dazu, wenn ich bergab fahre. Schön. Ja, warum nicht? Okay, oh, ich hab, Wasser, 31. Nahrung geht auch gerade runter. Weiter, Zombie. Ja gut, du bist doch mit Dirtbike schon deutlich, aber schneller. Ich fahre zwar 40 km/h gerade bergab, aber im Gegensatz zu 90 km/h ist das nochmal ein Unterschied. Aber hey, Charakter-Skin. Allerdings meine Erschöpfung auch gleich C2. Danach können wir eh aufhören zu spielen, weil mit Erschöpfung C2 spielst du nicht mehr viel. Okay. Dass du das Wegrennen von irgendwelchen Puppets ist da nicht mehr drin. Oh, deswegen, ja. Ach so, Betten könntest du schon mal versuchen. Ah nee, brauchst auch, glaube ich, eine Flagge, oder? Oder geht das auch ohne Flagge? Ich weiß es nicht. Sonst könntest du schon mal Bett craften. Wobei, muss man ein eigenes Bett craften? Kann das also sein? Ja, du musst auf jeden Fall das, Ach, in Besitz nehmen geht, glaube ich. Ich weiß es nicht, aber ansonsten baue ich es halt so weit, bis du das letzte... Ah ja, ja. ...teil davon nutzen kannst. Ich meine, dann können wir uns hier zumindest nämlich schlafen legen am Ende und dann sind wir die Schöpfung los. Bedroll haben wir leider noch keine gefunden. Jetzt hier 47 km/h. Ey. Holla, ihr Waldfee. Ah, Fahrrad müssen wir auch. Wir können es selbst gecraftet. Wir haben Nägel und Bolzen selbst gecraftet. Repair-Kits können wir notfalls auch bauen. Also auch gerade, keine Ahnung, Helmreparatur, Reparatur von Äxten ist auch kein Problem. Wollen wir ja jetzt eh die improvisierten nehmen. Ja, aber dafür bräuchten wir doch auch Metallschrott, oder? Nee. Ach so, ja, aber gut. Das kann ich ja nochmal besorgen gehen. Oder du, oder... Wir, ja, ist, machen wir, ist alles gut. Wir fahren eh nochmal zur Hauptstadt, auch mit dem Dirtbike dann. Und dann können wir nochmal die Rucksäcke voll machen. Mhm. Bedeutet halt nur, wir müssen uns einfach immer dran erinnern, dass wir, was Metallschrott angeht... Ja, auf jeden Fall mitnehmen. Wenn hier wirklich tote Hose ist, ist halt scheiße. Oh, ich habe eine C2 Exhaustion. Okay. Ja, gut, wir craften noch ein bisschen. So, vielen Dank auf jeden Fall. Bis zur nächsten Folge. Ich bin da.